Ja, wir hören auch schon so ein unangenehmes Summen. Ein sehr scharfes Geräusch. Ja. Laserfallen, unsere alten Freunde. Ja, wir können auch mal hier hinten hingucken. Okay. Das nächste Mal gehen wir wieder auf den etwas lebensenergieintensiveren. Gehen wir den etwas lebensenergieintensiveren Weg. Und verbrauchen dafür weniger Munition. Ja, da ist der berühmte Greifhaken. Aber den können wir nicht mit unserer HK irgendwie in Verbindung bringen. Wir brauchen noch eine Waffe dazu. Und die müssen wir uns halt erstmal noch besorgen. Und dann dürfen wir natürlich den ganzen Weg wieder zurück. Yay. Das heißt, auch durch diese tollen Laserfallen durch. Ja, wir können jetzt natürlich die Brille hier anlegen. Aber wenn wir die Brille angelegt haben, können wir natürlich nicht vorwärts laufen. Und das machen so Timing-Rätsel, das ist so ein bisschen schwierig. Aber da hinten gibt es ja ein Ventil an einem Rohr, da kommt schon Wasserdampf raus. Und Wasserdampf hilft ja bekanntlich bei solchen Problemen. Deswegen gehen wir nochmal in den Scharfschützenmodus. Und jetzt sehen wir die Laserfallen, so ein bisschen zumindest. Und ja, es ist eine pro weiße Linie. Das macht 1, 2, 3, 4, 5. Yay. Also hier ganz am Anfang noch nicht. Ja, ich meine quasi die Schwelle, aber ich bin ja noch weitergelaufen, deswegen bin ich jetzt tot. Gut. So, und es gibt dann Muster. Wir sehen ihn jetzt. Jetzt ist Pause. Dann kommt er wieder. Dann ist eine Kurzpause und dann kommt er nochmal wieder und dann ist wieder eine längere Pause. Und die können wir halt nutzen. Das war knapp. Uiuiuiui. So, und das ist bei jedem Laser der Fall. So, das war die kürzere Pause. Jetzt kommt dort die längere Pause. Aber man glaubt echt, dass man mittendrin steht manchmal. Das war die kürzere Pause. Ich glaube, jetzt habe ich gerade die längere verpasst. Ja. Ich glaube, hier am Anfang ist es mit den Bugs noch nicht ganz so kritisch. Das heißt, später im Level. Jetzt habe ich, glaube ich, die. So. Ja, die Musik, die bereitet uns doch schon mal darauf vor, was jetzt hier kommen könnte. Kommen wir hier hoch? Ja. Hier gibt es ein leckeres Medipack für uns. Achso, oder... Ah, 281, genau. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich das jetzt... Ich habe ja überprüft, wie viel Munition ich verbraucht habe. Und das waren ja 10 Schuss, nicht, dass ich das überprüft habe, nachdem ich schon die Munition, die neue, eingesammelt hatte. Sodass dann rauskommt, dass ich in Wirklichkeit 40 Schuss verbraucht hätte. Das wäre natürlich ärgerlich. Aber so, ja, also die Munition ist dann, der Feuerstoßmodus ist dann doch ein wenig munitionssparender. Okay, ja. Die Musik. Die Musik hat uns ja schon vorbereitet und vorgewarnt. Jetzt ist natürlich wieder die Frage. Wir versuchen es mal mit dem Scharfschützenmodus, weil, wie gesagt, ich habe ja, gemeint, wir versuchen es mal ein bisschen sparsamer mit Munition.
Nee, die Alt-Taste brauche ich jetzt nicht. Also ich weiß ja jetzt schon ziemlich gut, was kommt. Auch wenn ich nicht mehr weiß, ab wann. Okay, Hälfte der Lebensenergie und wie viel Schuss? 9 Schuss. Das würde ich gerne nochmal machen. Ich weiß, es ist jetzt nicht so spannend für euch. Und vielleicht haltet ihr meine Sparsamkeit für übertrieben. Also ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher, wie viel wir noch verbrauchen werden. Aber also ich bin halt lieber ein bisschen sparsamer, als dass ich das dann vielleicht doch nochmal machen muss oder so. Also ich kann mich zum Beispiel an so ein, zwei Stellen erinnern, die waren so munitionsintensiv. Also das war nicht schön, obwohl ich mir da nicht sicher bin, ob ich da beim ersten Mal durchspielen nicht auch vielleicht in Bug getappt bin. Okay, gut. Also ich muss schneller reagieren. Und vor allen Dingen darf ich nicht gleich anfangen mit Schießen. So, okay. Ich glaube, ab jetzt. So, dann muss ich die Taste drücken. Dann muss ich die, oh Gott. Multitasking-Fähigkeit, ne? Es waren auch wieder 9 Schuss. Nee, es waren 8 Schuss. Mächtig gewaltig. Ja, weil ich den anderen vorhin daneben gesetzt habe. Aber die Hälfte der Lebensenergie. Mein lieber Scholli. Oder alter Schwede. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das so gut finde. Aber ich fürchte, viel mehr kann man an dieser Stelle auch schon gar nicht mehr rumoptimieren. Weil, ja, mit dem Scharfschützenmodus in seine kugelsichere Weste zu schießen, glaube ich, ist auch nicht so sinnvoll. Vielleicht kann man aus einem anderen Winkel den Kopf noch besser treffen. Aber ich weiß es nicht so genau. Wir machen jetzt einfach mal noch einen Versuch. Vielleicht schaffe ich es ja auch ein bisschen schneller, also dass ich noch ein bisschen weniger Lebensenergie verliere. Ich habe ja jetzt doch auch nur immer dann geschossen, wenn er quasi die Waffe ein bisschen gesenkt hat. Vielleicht kriege ich das noch schneller hin. So. So. Ein bisschen besser. Waren immer noch die 8 Schuss, ne? Ja. Die es halt braucht. Okay, der hat halt einen Sturkopf. Deswegen machen wir das so. Ja, meine Stimme ist leider ein bisschen wackelig, falls ihr das jetzt schon ein bisschen gehört habt. Das tut mir natürlich leid. Aber ich habe jetzt halt ein bisschen Zeit zum Aufnehmen gehabt und deswegen werde ich das jetzt mal noch nutzen. Ich hoffe, dass sie noch ein bisschen länger durchhält. Ein bisschen länger spielen würde ich schon ganz gerne noch. So. Okay, dann haben wir diese Hürde genommen. Jetzt kommt die nächste Hürde. Das Gemeine ist, dass unser Gegner hier erst getriggert wird, wenn wir ein paar Schritte vorwärts laufen. Ja. Ja, wir können das ja mal üben. Okay. Ganz ruhig. Aber er kommt nicht. Ja, und dann steht er halt einfach da. Und braucht auch wieder seine 8 Schuss gegen den Sturschädel. Ach, ja.
Doch, ich hatte ihn jetzt schon erledigt. Oh Gott. Endlich können wir uns dann jetzt hier auch ein bisschen Zeit lassen. So, also wahrscheinlich, wenn wir hier auf das nächste Kästchen treten, kommt er wahrscheinlich, ist er dann wahrscheinlich da. Okay. Aber vielleicht, wenn ich jetzt hier nach vorne laufe. Nee, da kommt er auch noch nicht. Weil wenn ich jetzt noch eins nach vorne laufe, dann muss er nämlich um die Ecke kommen. Und das würde uns die Zeit geben, schon mal den Zoom-Modus vorzubereiten. Oh. Nice. Das nehmen wir. Auch wenn ich jetzt zwei Schuss statt nur einem verbraucht habe, aber das ist nicht so schlimm. Das nehmen wir jetzt einfach mal. Das war doch nicht schlecht. Okay. Okay, okay, okay. Ja, dieser Korridor weckt einige Erinnerungen und nicht nur an die letzte Aufnahme. Können wir jetzt mal gucken gehen, wo wir überall reinkommen? Hier kommen wir nicht rein. Da kommen wir rein. Hm. Sieht ja interessant aus. Da ist auch Munition drin. Wenn wir jetzt hier nach oben laufen, kam hier hoffentlich kein Gegner. So, diesen Korridor merken wir uns mal. Ja, hier kommen wir nirgendwo rein. Hm, toll. Also geht es wohl hier vorne weiter. Da haben wir auch netterweise Munition liegen, die wir nämlich hier auch gleich wieder ein bisschen verbrauchen werden. Denn man sieht es vielleicht so ein bisschen, naja, man sieht es eigentlich nicht wirklich. Es ist eine Schießübungsanlage. Und da dürfen wir jetzt unsere Ego-Shooter, unser Ego-Shooter-Können zeigen. Das, ja, machen wir nochmal unter dem Punkt. Das natürlich hier in Tomb Raider 5 so ein bisschen schwierig ist, weil wir ja nicht die Maus zum Steuern zur Verfügung haben, sondern alles mit der Tastatur machen müssen. Okay. Ich glaube, wir können uns Zeit lassen. So, wir haben ein leises Geräusch gehört. Also hier können wir uns noch Zeit lassen. Ja, später dann nicht mehr. Die Tür lässt uns auch nochmal nach draußen. Aber hier ist jetzt irgendwo eine Tür aufgegangen. Und bis hierhin habe ich das letzte Mal gespielt. Das heißt, ab jetzt ist es wieder ein bisschen mehr rumgetaste. Und ich hoffe einfach mal, dass ich das jetzt hier trotz alledem immer noch ganz gut hinkriege. So. Also reingegangen bin ich, glaube ich, noch. So. Was gibt es denn hier? Hier gibt es eine Nische, in der es nichts gibt. Na, toll. Nochmal Munition. Das ist doch schön. Und es gibt keine weiteren Schritte. Okay. Und hier gab es offensichtlich keinen Weg nach oben. Hm. Na gut. Ich glaube, ich weiß, wann der Gegner hier getriggert wird, der hier gleich auftaucht. Ja, es ist eine Waffenkammer, praktischerweise eben gleich in der Nähe der Schussübungsanlage. Ah ja, hier geht's dann weiter. Daran kann ich mich erinnern. Oh.
Jetzt bin ich mir nicht so sicher, ob da jetzt schon ein Gegner drin getriggert wurde. Ich hoffe nicht. So, sammeln wir das einfach mal alles ein. Nochmal Greifhaken-Munition, das ist schön. Ja, diese tolle Waffenkammer enthält quasi drei, ich sag mal, Waffenschränke. Oder vier, der letzte hier ist leer. Und die sind alle so irgendwie mit Lasern geschützt oder geschlossen, wie auch immer. Und ja, also wir sehen halt hier Revolver. Okay, die lassen sich bestimmt nicht so gut mit der Greifhaken-Muni kombinieren. Und da, das ist unsere klassische Schrotflinte, die hätte ich eigentlich ganz gerne auch nochmal als alternative Waffe zur Verfügung. Aber auch die dürfen wir nicht nehmen, was uns der rote Laser symbolisiert. Denn, ja, ich habe ja gerade gespeichert, wenn man jetzt hier drauf geht. Rote Laser sind böse in Tomb Raider 5. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, was der grüne macht. Der grüne tut uns nichts. Tada! Und ich dachte, er triggert einen Gegner. Ja, das ist natürlich wieder physikalisch totaler Schwachsinn. Also sicherlich gibt es, kann man Laser bauen, wo die Rotstrahlen gefährlich sind und die Grünstrahlen nicht. Weil man sich jetzt ja auch fragt, warum das jetzt hier so gut sichtbar ist, obwohl jetzt hier kein Wasserdampf ist. Naja, und sie keine Infrarotbrille auf hat. Moment mal, das mit der Infrarotbrille, das macht eigentlich auch nicht so viel. Na, ist egal. Denken wir nicht weiter drüber nach. Ja, aber also die Gefährlichkeit eines Lasers hat nichts mit seiner sichtbaren Wellenlänge zu tun. Es gibt natürlich Laser, die haben keine sichtbare Wellenlänge. Das habe ich jetzt schon mal irgendwie vor 10 Episoden oder so schon mal kurz angerissen. Ja, das ist dann natürlich deshalb gefährlich, weil man es nicht sieht. Aber in der Regel sind ja die Strahlen selber, die sind ja auch eigentlich nicht so gut sichtbar, es sei denn, sie gehen halt durch irgendein Medium, was sie sichtbar macht. Also wie jetzt halt in dem Fall dort vorne irgendwie Wasserdampf oder so. Und wenn man sie doch sieht, dann, ja, naja. Dann ist da halt besonders viel Staub oder so. Ja, die Gefährlichkeit eines Lasers hat halt damit zu tun, also mit der Leistung und wie sehr man das dann quasi bündelt. Und ja, ich habe ja schon das letzte Mal erklärt, dass mit diesen Pulslasern, dass das eben auch tatsächlich ganz schön gefährlich sein kann. So, jetzt hier weiter im Spiel. Also ich habe ja gerade schon so ein bisschen getan, oh mein Gott, es kommt gleich jemand. Dann passiert das, wenn wir die Waffe nehmen. Also die sieht ja jetzt hier schon ein bisschen interessanter aus für uns. Und die können wir auch tatsächlich nehmen. So. Noch mal ein bisschen was abgekriegt, aber nur ein Schuss. Wie viel haben wir jetzt? Ja, so langsam läppert sich das zusammen, dass wir dann mal ein großes Medipack nehmen können. Aber wir haben ja, glaube ich, bisher noch nicht wirklich viel verbraucht, deswegen sollte das gehen. Also Medipacks mache ich mir momentan nicht so viele Sorgen. Halt mehr um Munition. Aber der Moment kommt noch, wo ich mir um Medipacks Sorgen mache. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, okay. Wo ich jetzt so ein bisschen... Ich habe ganz schön lange getrödelt, bis ich da endlich mal einen Schuss gesetzt habe, weil ich wieder nicht wusste vor Schreck, wo hier welche Taste ist. Vielleicht kriegen wir das noch besser hin. La 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 la. Ja. Eigentlich ist ja genug Zeit. So, wir greifen das Ding, ziehen die Waffe, drehen uns um
haben 2 Schuss verbraucht und ein bisschen weniger Lebensenergie dafür. Ja, es ist, glaube ich, gehuppt wie gesprungen. 324. Ich glaube, ich nehme das andere. Ja. Ja, nehmen wir das. Nehmen wir das. Okay, gut. Dann können wir jetzt mal gucken. Also wir haben ja schon gesehen, da kommen wir weiter. Da kommen wir nicht mehr weiter. Okay, dann gibt es ja nur noch einen Weg für uns. Und wir können jetzt mal ausprobieren, wie das mit der neuen Waffe jetzt hier war. Fanghakenwerfer. Fanghakenwerfer. Ammo 2-mal. Okay. Ich weiß jetzt nämlich auch nicht mehr genau, wie das jetzt hier war. Ich glaube, ja, ist es jetzt ein Gegner gewesen. Oder ich hatte hier die ganze Zeit Angst vor einem Gegner. Das kann natürlich auch sein. Lassen wir uns mal überraschen. Ich habe ja gerade gespeichert. Ja, da ist ein Lüftungsschacht, in den wir nicht reinkommen. Aber da oben ist ein Gitter, in das wir unseren an dem wir unseren Fanghakenwerfer mal ausprobieren können. Und dann tun wir das jetzt einfach mal. Der hat Gott sei Dank auch einen Scharfschützenmodus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie genau der eigentlich zielt. Ja, der zielt halt nur Kästchen genau. Okay. Können wir ja jetzt hier mal andere Punkte wieder überspeichern. Nur mal so zwischendurch immer mal wieder. Das am Anfang war ja eh noch nicht wirklich schwer. So, dann wechseln wir wieder unsere Waffe. Na toll. Okay. Der hatte jetzt einen Helm. Das heißt, Scharfschützenmodus bringt da nicht so viel. Und ich habe auch echt lange gebraucht, ehe ich überhaupt wieder... Ach, nee, 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 nee. Ich wieder wusste, wie mir geschieht. Wie viel Munition habe ich jetzt verbraucht? 314. Ich glaube, vorher hatte ich 321, kann das sein? Ich weiß es nicht so genau. Ach, da entfaltet sich gerade das Seil nochmal neu. Das ist sehr süß. Gut, dann... vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Vielleicht können wir es trotzdem mit dem Scharfschützenmodus machen, weil wir dann trotzdem weniger als... Obwohl, wir haben 11 Schuss verbraucht. Da können wir auch vielleicht einfach ganz brutal sein. Ja, jetzt haben wir eine Kugel mehr verbraucht. Okay. Das war die eine Kugel, die ich vorhin... die ich jetzt vorhin gespart habe, als ich mich für die Version mit der weniger Lebensenergie entschieden habe. Okay. Gut, aber das ist alles jetzt nicht so tragisch. Ich denke, dass wir sind immer noch gut dabei. Deswegen auf jeden Fall besser als das gerade eben.
Und da ist auch nochmal Munition. Das Spiel ist doch noch ein bisschen großzügig mit uns. Okay. Natürlich gucken wir auch nochmal hinter der Kiste nach. Kann ja nicht sein, dass wir darauf verzichten. Und wir können auch noch mal versuchen, hier irgendwie ein paar Kisten zu verschieben. Nein. Wo das, glaube ich, die einzige ist, die die Größe hätte, dass man sie verschieben kann. Alle anderen sind zu groß.